Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Hier ist Markus von Athletiktraining für Golfer. Und in der schweren Zeit, in der wir sind, ich hatte euch da ja schon ein Video zu gemacht, prasseln allerlei negative Stressoren auf uns ein. Das kann die Sorge sein um die eigene Firma oder den Job. Das kann sein, dass man jetzt mittlerweile in der vierten Woche mit der Familie auf möglicherweise engem Raum zusammen eingepfercht wohnt und lebt. Und also bei mir ist es so, die Kinder vermissen den Kindergarten und die Schule schon. Das drücken die auch aus. Möglicherweise ist es so, dass unsere Gewohnheiten, was Ernährung und Schlaf angeht, gerade nicht optimal sind. Und ich hatte euch ja versprochen, euch dazu ein paar Übungen mitzugeben, die man ganz einfach machen kann. Und in diesem Video heute der erste Impuls dafür. Es geht um eure Atmung. Ziel dieser ganzen kurzen Videos, die ihr in den nächsten Wochen sehen werdet, ist einfach, euch Sachen an die Hand zu geben, die ihr sofort und einfach umsetzen könnt. Ich halte nichts davon, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo sich sowieso viel um uns verändert, wo wenig Sicherheit in dem, was uns begegnet im Alltag herrscht, dass wir da noch große Veränderungen reinbringen. Sondern ich möchte euch Sachen geben, die euch ein Stück weit Sicherheit geben, Halt geben, weil man die eh schon macht, atmen zum Beispiel, und weil man die vor allem ganz einfach umsetzen kann. Ich habe euch hier ein Beispiel mal aufgenommen, wie man mit der Atmung ein bisschen spielen kann, um Stress loszuwerden und zu entspannen. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine seht ihr hier im Video. Das geht im Sitzen, das geht aber auch im Liegen, wie ihr es hier im Video seht. Ihr legt euch hin an einen angenehmen Ort, das kann die Couch sein oder im Freien in der Sonne. Ihr legt eine Hand auf den Bauch und eine Hand legt ihr auf den Brustkorb. Und dann ist eure Aufgabe, dass ihr euch so auf die Atmung konzentriert und fokussiert, dass ihr erstmal mit der Atmung nur die Hand am Bauch bewegt. Das heißt, bei Einatmung und Ausatmung möchte ich, dass ihr eure Bauchhand bewegt. Die hebt und senkt sich durch die Ein- und Ausatmung. Und die Hand am Brustkorb, die ist ruhig. Da soll also nichts passieren. Das kann man machen. Im Beispiel hier sind es drei Atemzüge. Man kann es natürlich auch ausdehnen. Sechs Atemzüge für 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, wie auch immer. Je nachdem, was für euch funktioniert und wo ihr Zeit für findet. Dann drehen wir das Ganze um. Das heißt, wir versuchen dann, die Bauchhand ruhig zu lassen und gegen die Hand im Brustkorb oder am Brustkorb zu arbeiten. Auch da wird ja die Aufgabe, dass der Brustkorb sich hebt und senkt mit der Ein- und Ausatmung. Möglicherweise werdet ihr feststellen, dass euch das eine oder andere davon schwerer fällt. Bei mir ist es so, ich finde die Brustkorbatmung viel, viel schwieriger als die Atmung gegen die Bauchhand. Und wenn ihr das macht, wie gesagt, für einen Zeitraum, ich würde immer vorschlagen, so 2 bis 3 Minuten mindestens, dann werdet ihr feststellen, dass ihr da eigentlich ganz gut runterfahren könnt. Ihr könnt es verfolgen, wenn ihr die Herzfrequenz vorher und nachher nehmt. Ihr könntet die Herzfrequenzvariabilität oder Herzratenvariabilität, könntet ihr als Indikator für Stress im Körper könntet ihr auch nehmen. Und das ist eine ganz einfache Übung, die ihr eigentlich jederzeit machen könnt. Geht wie gesagt auch im Sitzen, das heißt in einer Pause zwischen der Videokonferenz im Büro. Das einfach machen. Und ja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, den Stress loszuwerden und hilft euch gesund und entspannt durch diese Zeit zu kommen. Ich drücke euch die Daumen, freue mich, ja, wenn ihr es ausprobiert. Gerne ein Feedback unter dem Video posten. Wenn es euch gefällt, teilt das, schenkt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht es darum, wie wir mit einer Übung entspannen können, wo wir atmen, hören und fühlen.